Hey meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mich gerade fertig gemacht mit euch zusammen und dachte, diese schöne Pracht möchte noch einmal im Video gesehen werden und habe euch eine Wundertüte Müll mitgebracht, denn mein Müll steht jetzt seit Juni, Juli da. Der müsste mal gereviewt werden, Menschenskinder, noch einmal. Weil ich glaube, nächste Woche kommt die Müllabfuhr und die soll doch mal erledigt werden. Ich fange an, direkt Haushalt und ich bin einfach eine Haustante. Ich verbrauche einfach mehr, glaube ich. Spekolor, Aktivgel hole ich immer wieder. Ich muss sagen, bei meiner Mutter riecht das einfach besser als bei mir. Ich weiß nicht warum, meine Waschmaschine ist irgendwie müffelig. Vielleicht, weil ich auch zu faul bin, immer gleich die Wäsche aufzuhängen. Ich habe keine Ahnung. Leider, leider, leider. Nicht so toll. Dann habe ich Spiritus Glasreiniger von Frosch. Ihr seht, er ist etwas demoliert, aber dennoch habe ich es mir nachgekauft. 50% gratis gab, also 250 Milliliter. Also 50% von den 500 Milliliter, wo es eigentlich drauf gibt. Man fällt da so ein bisschen drauf rein, als wären es fünf, also wisst ihr, was ich meine? Also ich habe es vor der Geburt einfach gemacht, damit es einfach nicht mehr so anstrengend ist, weil ich einfach, ja. Also ich muss auch zwischen meiner Wohnung eine Saugpause machen. Das heißt, ich saug einen Teil, mach kurz eine Pause, weil einfach mein Rücken übelst abfällt. Ich hätte nicht gedacht, dass man sich mit 30 fühlen kann wie mit 60. Also ich hoffe, das alles wird easy, an mir vorbeiziehen und ich fühle mich mit 60 besser als mit 30. Blink. Ja. Habe ich aus Versehen Packungen reingemacht, habe vergessen, den Deckel drauf zu machen, musste wieder eine Packung auffüllen. Das war ein bisschen dämlich. Dann habe ich Küchentücher von Gut und Günstig, war in Ordnung. Würde ich aber lieber von Penny kaufen, weil ich mag diese Größe nicht. Also ich brauche immer die Hälfte von einem Tuch. Wisst ihr, was ich meine? Also so einen schmalen Streifen und das passt dann und es ist dann in Ordnung. Dann habe ich WC frisch, aktiv, blau. Ich weiß es nicht, habe seit langem mal wieder sowas gekauft, werde ich jetzt aber sein lassen. Ich finde, es regt mich nur auf, weil es dann nicht gleichmäßig blau ist. Es geht schnell leer, das Blau, das Weiß bleibt und es schmiert eigentlich nur rum. Da fand ich ein bisschen ärgerlich für 2 Euro, von daher würde ich es nicht nochmal machen. Dann habe ich Rohrreiniger Power, das wirkt wirklich gut. Benutze ich immer wieder, weil einfach, ja, einfach Scheißrohre sind. Es sind einfach beschissene Rohre und man muss das ab und zu mal reinmachen, sonst kriege ich einfach nichts durch. Ich kann nicht mal mein Gesicht waschen, geschweige denn Pinsel oder sonst was. Also wenn ich mich jetzt abschminke, dann dauert das eine halbe Stunde, bis ich mich komplett abschminken kann, weil ich mein Gesicht einfach nicht reinigen kann. Ja, meine aller liebste Zahnpasta hatte ich jetzt mit in Hamburg nochmal nachgekauft, weil ich einfach ohne sie nicht leben kann. Ich weiß auch gar nicht, ob sie so gesund ist in der Schwangerschaft. Darüber habe ich mich jetzt eigentlich nicht informiert. Ja, ich denke, ich nehme sie ja nicht überwiegend. Dann wollte ich euch noch zeigen, bei Amazon hatte ich damals so Kopfhörer für meine pinken oder für meine rosanen Kopfhörer geholt, so Polster. Werde ich jetzt wieder tun. Das sind jetzt ungefähr, ich würde schätzen, 3 Jahre her. Über 3 Jahre. Ich werde sie nochmal nachkaufen. Ich finde, dafür haben sie sehr gut gehalten. Sie haben 3 Euro oder so gekostet und super bequem und hat einfach sehr, sehr gut gepasst und sie waren wirklich lang. Also ich finde 3 Euro in Ordnung. Für 3 Euro in Ordnung. So. Dann habe ich mir Putzhandschuhe gekauft, weil ich eben schwanger bin und weniger mit Putzmittel zu tun haben möchte. Ansonsten ist es für mich immer sehr nervenaufreibend, diese Dinge anzuziehen. Aber jetzt ist es ein Muss und fertig. Melonentücher. Ihr wisst, ich bin ein Opfer der Melone. Ich finde, sie riechen okay. Ich würde sie mir nicht nachkaufen, weil irgendwie, ich benutze sie doch nicht so viel. Dann haben wir Aloe Vera feuchtes Toilettenpapier von Müller. Ich liebe ja diese Müller-Dinger. Ich finde, sie putzen den Arsch echt gut ab. Und der Arsch riecht wirklich gut. Aber Mandel ist der Oberknaller. Hier habe ich noch Sensitiv. Das ist eine von 3 Packungen. Demnächst geht auch wieder eine leer. Ich kaufe die von Müller echt gerne. Und da ist das so eine Sparaktion. Ich weiß nicht, was man spart. Also ich habe es noch nicht die Differenz ausgerechnet. Oder geguckt, genau. Jedenfalls habe ich es jetzt vergessen, sagen wir es mal so. Aber ich benutze diese Arschtücher wirklich sehr gerne. Dann habe ich Slip-Einlagen. Immer wieder kaufe ich verschiedenste.
Hier bei Always finde ich es gut, dass es drauf gezeigt ist, wie groß. Dann kann ich mir denken, ja, die würde ich auch total, nein, die würde ich auch wieder kaufen. Sie rochen gut, also ja, keine Ahnung. Zwischen meinen Beinen muss es jetzt nicht so riechen, ja. Aber normal ist gut. Ich bin kein Bindenexperte, wirklich nicht. Also ich weiß auch nicht. Dann habe ich Magnesium leer gemacht, das war schon abgelaufen. Letztes Jahr, aber ja, ich scheiß mich da nicht immer so zu. Das waren ein paar Monate und dann geht das. Dann Kernseife von Dalli, immer für meine Pinsel, weil es gibt nichts Besseres für sie. Dann habe ich einen Weichspüler, den finde ich ganz, ganz toll. Das ist der gelbe von Softlan. Ich rieche das sogar raus. Ein bisschen erinnert mich das an Alien-Parfüm, keine Ahnung. Irgendwie habe ich das Gefühl, erinnert es mich daran, Vanille und Orchidee. Und benutze ich gerade auch. Und das Grüne von Lenore. Das Aloe Vera. Oder wie heißt das? Mit dem Fibres-Duft da. Ihr wisst schon, was ich meine. Dann etwas, was ich aussortiere, weil ich das seit Jahren schon da stehen habe. Und ich will es nochmal. Es ist klebrig. Die Verpackung stinkt nach gegärtem etwas. Will ich gar nicht mehr benutzen. Ansonsten fand ich das Öl eigentlich immer ganz gut. Balearman Sensitiv Shampoo für empfindliche Kopfhaut ist in Ordnung. Mag ich sehr gerne. Ich hatte super empfindliche Kopfhaut am Anfang der Schwangerschaft. Hab das immer mal wieder mitbenutzt. War okay. Hat mir auch gut zugesagt, sag ich mal. Aber jetzt halt eben nicht mehr. Dann Ghoul Feuchtigkeitsaufbau Shampoo. Fand ich in Ordnung. Super langlebig. Man denkt so 4 € boah, für die Tonne und so. Aber man braucht davon echt monatelang. Ich benutze ein Silbershampoo, ein normales Shampoo und eine Spülung und eine Haarkur steht so in meiner Dusche. Und ich brauche ewig dafür. Ich habe, glaube ich, Anfang des Jahres das angefangen zu benutzen. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe ein halbes Jahr oder sowas gebraucht dafür, bin ich der Meinung. Also man braucht wirklich nur so einen Tropfen. Dann Duschgel ist auch Palmolive. Das ist einer meiner Lieblinge seit Jahren. Kaufe ich immer wieder nach. Oh, das riecht einfach so geil nach Frischheit. So nach Power, nach frisch. Morgendliche Dusche, aufgewacht und los geht's. Ja, so richtig nach Power. Ich bin fit. Ich mach das. Ich reiß die Welt auseinander. Oder auch nicht. Dann habe ich noch Küchenpapier. Küchenpapier. Und das ist das, was ich immer kaufe. Das ist das von Penny. Da sieht man auch, glaube ich, das System ganz gut und das mag ich sehr, sehr gerne. So, dann habe ich Klopapier von Gut und Günstig leer gemacht. Das war noch das in Ordnung. Ich habe einmal Recyceltes gekauft, das war komisch. Das hat mir gar nicht so So, zugesagt. weiter geht's. Ich habe noch Ohrenstäbchen aufgebraucht. Ich hatte noch welche mit so einem Plastikstäbchen. Also die sind ohne Papierschaft noch. Also ich mache immer die leer, die ich halt da habe und das, was ich halt zu Hause habe. Und dann kaufe ich auch nach. Und manchmal hatte ich schon welche mit und manche nicht. Dann habe ich mal von der Niki ein paar Sachen zugeschickt gekriegt. Und da war unter anderem diese Haarkur drin. Die ist sehr, sehr reichhaltig gewesen. Und ich habe von diesem minus 417 schon bevor Niki es mir geschickt hatte, gehört, dass sie aus Israel kommt. Dann habe ich noch mal nachgeschaut hier. Hier steht auch Made in Israel und ich fand sie sehr reichhaltig. Habe sie immer in die Spitzen gemacht nach dem Duschen oder so, also während des Duschens einfach einwirken lassen. Sie ist jetzt leer. Ich würde sie natürlich nicht nachkaufen, weil sie relativ teuer sind. Diese israelischen Produkte auch. Aber sie sind, ich würde sagen, für sehr, sehr strapaziertes, dickes Haar oder so, dass man ein bisschen runterziehen kann. Aber für mein Haar war es eigentlich, ja, im Moment brauche ich es nicht, weil meine Haare super schnell fetten. Also ich kann alle 2 Tage duschen. Also Haare waschen zumindest. Duschen kann ich jeden Tag zweimal, weil ich super am Schwitzen bin. Aber ich muss sagen, dass dieses Ding da wirklich gut war und würde ich in Israel jetzt sein, weil ich tatsächlich Verwandtschaft noch da habe. Oder mir das zuschicken lassen, könnte diese Maske mit und ein paar andere Produkte mal fürs Gesicht oder so, weil sie haben sehr, sehr gute Inhaltsstoffe auch und ja,
Dann habe ich das hier leer gemacht. Aktuell benutze ich das noch in einem normalen Spender. Das hatte ich mal damals für Weihnachten gekauft und da dachte ich, das hört sich an wie so ein Dreckspatz. Deswegen habe ich das dann nicht reingepackt. Nimm dir Zeit für mehr. Schutz und Hygiene, das habe ich vor diesem ganzen Drama da gekauft. Nachfüllbeutel, wie gesagt, es war an Weihnachten. Und das riecht nach Mann. Das riecht, ich finde, das riecht so nach Männerprodukt, nach Aftershave-Balm, ja, des Todes. Also wenn ich das, gerade eben habe ich meine Hände gewaschen. Das riecht für mich so männlich und so markant. Ist schon heftig. Dann haben wir noch ein Pink Melon von Bilou. Ja, haben wir als Rasierschaum benutzt. Meine Tochter fand es gar nicht witzig, dass ich das mitbenutzt habe. Mein Kram, was wir, darf sie natürlich mitbenutzen. Ich darf keinen Kram nicht mitbenutzen. Jod und Folsäure plus Eisen benutze ich derzeit jeden Tag. Nehme ich eine so eine Pille. Ja, bin immer noch nicht normal geworden. Keine Ahnung, woran das liegt. Hugo Boss Designs oder Descents. Descent for her. So geil, ich könnte mich selber fressen. Danke, liebe Sarah, dass du mir das zugeschickt hast. Und auch die liebe Jenny, Miss Curly Jane, hat mir das mal zugeschickt gehabt. Einfach so, wisst ihr, was ich meine? Was gibt es mir, als einfach an einen anderen Menschen zu denken und eine Freude zu schenken? Schicken. Schicken. Und wenn es nur ein Duschgel ist, ja, das macht doch einfach ein. Ich konnte mein Glück gar nicht fassen. Ich war super, super happy. Ich habe mir das Parfüm gegönnt mit 100 Milliliter. Ja. Ich komme aber derzeit nicht zu Parfüm. Mir wird, ja, die Bienen nerven mich und ich kriege Aggression. Meine Tochter hat wahre Schätze, beruhigendes Shampoo, sanfte Hafermilch leer gemacht. Ich muss sagen, diese Öffnung ist sehr, sehr groß. Schaut mal, da passt ein Fingernagel rein. Also man benutzt einfach automatisch mehr und ist so verschwenderisch. Leider. Ich finde das super, habe ich auch ein paar Mal mitbenutzt jetzt. Habe ich auch leer gemacht, weil sie immer die Hälfte. Also immer wenn so wenig drin ist, ich weiß nicht, was sie dann macht. Fängt sie an, sparsam zu sein oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, war das toll, würde ich auch nachkaufen. Aber sie ist auch so. Entweder ist sie verschwenderisch oder sie ist total ergiebig. Total mühevoll und ergiebig. Ich weiß es nicht. Dazu hat sie Schönheitsgeheimnis Feuchtigkeitsspülung benutzt. Spülung ist bei uns echt träge. Also ich brauche keine Spülung. Ich kaufe mir selber keine mehr zusätzlich zu irgendwas. Ich benutze es nicht. Ich vergesse es. Ich finde einfach, dass die Haare auch ohne Spülung gut sind. Von daher muss es nicht unbedingt sein. Aber die Shampoos finde ich ganz gut von Balea. Und die Spülungen bringen eigentlich nicht viel. Also die sind wirklich sehr flüssig. Meine Tochter hat leer gemacht. Boah. Impuls. Ihr kennt das. Ihr kennt das. Das ist Burnt Marshmallow. Marshmallow und Later Jacket. Body Fragrance. Null Aluminium. Boah, ist das so intensiv. Das steht mir schon im Rachen. Sie fand das ganz, ganz, ganz toll. Wird sie aber nicht nachkaufen. Hat sie gesagt, für 2 Euro ging das schnell leer, weil sie musste das selber kaufen. Manchmal muss sie auch was selber kaufen, ne? Da ist meine Lieblingszahnpasta. Da ist meine Lieblingszahnpasta. Das ist von Colgate mit diesen Mikroperlen. Es soll, eigentlich sind so aufhellende Dinger in der Schwangerschaft, was ich mal so gelesen habe, auch in dieser Schwangerschafts-App da. Nicht so der Knüller, aber ich esse es ja nicht. Ich benutze es einmal am Tag. Ich benutze morgens eine andere. Ich habe mir übrigens eine neue elektrische Zahnbürste gekauft für 17,95 oder sowas beim Rossmann. Die war derzeitig auch im Angebot. Also bei Bundikowski hat sie 20 Euro gekostet. Normalpreis und bei Rossmann war sie auf 17 Euro runtergesetzt und ich war einfach so langsam am Schalten, dass ich nicht mal die 10% aktiviert habe. Also ich bin echt dran tütig. Ich weiß auch nicht, ich bin manchmal nicht ich selber und habe dann einfach ja, keine 7 Euro auf 70 Euro gespart, ne? So sieht es dann aus und ich liebe sie und ich finde das ganz toll. Wieso können das nicht alle Hersteller machen? Es fällt einfach nicht runter. Eine Klopapierrolle, wo ist auch. Genau, meine Mascara ist leer gegangen von Lash Princess und deswegen habe ich mir heute, gestern Abend eine neue gekauft. Ich liebe einfach das Bürstchen. Ich finde, es macht einfach so super Wimpern. Ich habe derzeit eine neue von Catrice drauf.
Die ist schon ein Jahr alt und ich wollte sie einfach mal austesten. Diese hier heute mit euch in diesen Look geschminkt. Also ich habe sie auch heute mit euch zusammen ausgetestet. Ich habe sie mir trotzdem nachgekauft, falls die nichts ist, dass ich trotzdem immer mein Schatz da habe. Dann habe ich auch von Farmus und Öl leer gemacht. Das benutze ich immer zum Rasieren. Manchmal habe ich mich damit auch eingeseift. Also je nachdem, also es sind viele Produkte einfach leer gegangen, weil es einfach schon ewig da steht. Mit Mandelöl und Magnolienduft kann ich euch empfehlen. Hatte ich damals im Penny gekauft für 1,60 € oder sowas. Keine Ahnung. Ich weiß, dass Mami mir die Sachen gekauft hat, weil wir waren zusammen einkaufen. Ja, Mutti, ich liebe dich. So, dann hat mein Sohn ganz viel Zeug da leer gemacht. Mein Sohn hat leer gemacht. Einmal Lilliputz, das war schon uralt. Lilane Farbe, entschuldigt. Dann hat er Knisterbad Dschungelbuch da leer gemacht, weil das war auch grün bei Sien, also bei Lidl. Ja, das hat funktioniert. Das hier, das Zauberknisterbad, hat irgendwie nicht funktioniert. Es war schon zu alt. Das hat sich ausgeknistert gehabt. Keine Ahnung, wann das. Auch kein Mindesthaltbarkeitsdatum oder sowas. War echt ärgerlich. Also hat mich ein bisschen genervt. Dann Badefarbe zweimal blau. Manchmal mischen wir auch, ja, je nachdem. Dann gibt es halt eine andere Farbe. Muss den Kram jetzt einfach mal loswerden. Dann haben wir wie heißt das? Glotion Day Dew. Das finde ich eine ganz tolle, leichte Feuchtigkeitspflege, aber wirklich sehr leicht. Also im Endeffekt macht sie nicht viel, als ein Primer machen würde. Also so ein Feuchtigkeitsprimer, wie jetzt zum Beispiel, was kann ich euch? Von Essence. Ja, hier. Das hat denselben Effekt. Also ganz, ganz leicht und bisschen ausgleichend, wenn man so ein bisschen, ja, im Winter. Ja, okay, im Winter ist zu viel. Im Sommer. Im Sommer, das ist eine Sommercreme für mich. Habe ich gerne gemocht. Würde ich nachkaufen, wenn ich gar keine Creme hätte. Aber ich brauche unbedingt keinen Schimmer. Dann reicht mir so ein Primer. Dann brauche ich keine Tagespflege im Sommer, weil ich einfach reichhaltige Haut habe. Dann Rasierer. Mein absoluter ist halt Gillette. Ich weiß nicht, warum die Leute sagen, der ist schlecht. Ich benutze ihn seit 20 Jahren. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn und ich benutze ihn auch mehrmals. Also ich schmeiße ihn um Gottes Willen nicht nach einmal weg. Da könnt ihr vielleicht sehen, dass ich den über einen Monat oder so benutze und dann erst entsorge. Von daher, ja, dann zeige ich euch mal noch die letzten Krams. Einmal meine Tochters Zahnbürstenaufsatz von Oral-B, Original. Sieht geil aus, ne? Naja. Der sieht zerfetzt aus des Todes. Das war noch dies mit Cinderella, glaube ich. Oral-B Zahnbürste. Die ist aber. Also, ich hatte ihr eine elektrische Zahnbürste nachgekauft. Sie kann sie aber allerdings nicht finden. Da frage ich mich, Kind, wie kannst du eine elektrische Zahnbürste verschlampern? Anscheinend geht's. Aber mir fiel es auch zu spät ein, dass ich schon mal eine hatte, dass ich schon mal eine nachgekauft habe. Und dann habe ich nicht bei Action, Entschuldigung, bei Teddy oder was weiß ich, meine Freundin schafft dort, das hat damit nichts zu tun, aber eine Freundin von mir schafft im Teddy. Ich könnte sie fragen, ob es die noch mal gibt, weil die sind super. Also die kosten 1,50 € und waren 5 Aufsätze. Ich habe gleich 2 Packungen damals mitgenommen, weil wie günstig kommt man davon einfach, ja, noch günstiger kommt man davon einfach nicht weg. Ja, dann habe ich eine Pinzette entsorgt, weil, ja, sie ist schon 5 Jahre alt oder so. Sie zupft nicht mehr ganz so gut. Naja, sie. Nee. Meine Hexenhaare kriegt sie nicht weg und ich wollte nicht als Hexe nochmal durchgehen, ne? Dann habe ich einen Augenbrauenstift leer gemacht von Trended Up Waterproof. Das ist so ein Drop-mäßig. Also habe ich auch so einen in der Art heute benutzt. Allerdings ist meiner von Catrice gewesen. Ich muss sagen, ich bin nicht mehr der Fan davon. Finde ich zu groß und ich finde auch das Bürstchen zu schlecht. Ich weiß es nicht. Bin nicht so zufrieden mit dem Bürstchen. Also benutze ich das auch schon mal gar nicht so. Ja. Also ich weiß es nicht. Trended Up in der Farbe 030 war eine tolle Farbe, aber nicht für meine Augen jetzt.
Und auch leer gemacht habe ich das nicht. Das ist mir runtergefallen. So ein Quatsch, aber auch. Schon vergessen, was die leer gemacht haben. Pure XS von Paccarurban war mir einfach zu süß. Also, es ist zwar noch was drin, aber es kommt irgendwie nichts mehr raus. Es ist eh nicht mein Lieblingsduft. Es ist mir viel, viel zu süß. Ja, genau. Zwei dekorative Kosmetikprodukte sind diesen Monat leer gegangen. Ist noch was anderes leer gegangen. Aber das gehört ja in mein Projekt und das möchte ich dann abarbeiten, wenn ich die Liste abgearbeitet habe und es alles auseinandergerechnet habe und weiß, was ich aufgebraucht habe letzten Monat. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, morgen, gute Nacht oder was weiß ich, wann ihr das anguckt. Ich gucke auch manchmal Nachtsvideos. Ja, wie gesagt, Tschüssikowski, wir sehen uns im nächsten Aufgebraucht und ja, wie gesagt, seid einfach nächstes Mal dabei. Ciao!